Hi, meine Lieben, es ist Herbst, meine liebste Jahreszeit und es wird natürlich mal wieder Zeit für Herbstfavoriten. Ich habe ein paar sehr, sehr schöne Sachen, die ich euch zeigen will. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und los geht's. Das Wichtigste zuerst, mein Pumpkin Spice Latte Rezept. Ich habe dieses Jahr wirklich ihn perfektioniert und mir quasi einen Sirup selber gemacht für diesen Pumpkin Spice Geschmack in meinem Kaffee und es schmeckt super, super lecker. Ich habe wie immer auch mein Kollagen verwendet und es ist also ein Kollagen Pumpkin Spice Latte. Ich zeige euch kurz mal das Rezept und wie man ihn macht und ihr solltet ihn auf jeden Fall ausprobieren. Er ist super, super lecker. Alles, was ihr für den Sirup braucht, bekommt ihr bei DM. Einmal Kürbispüree, Zimtagavensirup, Vanille und Pumpkin Spice. Von dem Zimtagavensirup brauchen wir ziemlich viel, 200 Milliliter, um genau zu sein. Und von dem Kürbispüree nehmen wir 100 Milliliter. Dann ungefähr einen halben Teelöffel Vanille und vom Pumpkin Spice habe ich relativ viel genommen, 2 bis 3 Esslöffel. Und das Ganze dann einfach gut zusammenrühren. Da nehme ich meinen Jamino Beauty Kollagen und Kollagen ist super gut für Hautelastizität, für Haare, für Knochen und die Verdauung. Und außerdem meine Harvest Moon Extra Creamy Milk, die liebe ich, ist eine Milchalternative. Und das Kollagen und die Pflanzenmilch mische ich zusammen im Mixer, weil es sich dann am besten verteilt und auflöst. Und das wird super schön cremig, was auch nochmal den Geschmack von dem Pumpkin Spice Latte wirklich gut macht. Und ein kleines bisschen Milch schäume ich dann außerdem auch noch im Milchschäumer auf. In die Milch mache ich dann 2 Esslöffel von dem Sirup. Hier könnt ihr natürlich so viel nehmen, wie ihr möchtet, je nachdem, wie intensiv und süß ihr es haben möchtet. Und dann einfach noch Kaffee rein und fertig ist der perfekte Pumpkin Spice Latte. Wirklich super, super lecker. Probiert ihn aus. Dann ist wirklich einer meiner meistgenutzten Favorites gerade der Duo Stick von Kes in der Farbe Berry. Das ist einfach der perfekte Blush für den Herbst. Also es ist so ein schöner beeriger Ton, den man super intensiv auftragen kann, wenn man will, wenn man ihn direkt aus der Tube aufträgt oder man trägt ihn mit dem Pinsel auf, so habe ich es für mich entdeckt. Damit kann man super dosieren und die Intensität aufbauen, wenn man möchte und es sieht einfach wunderschön aus. Super schöner Cream Blush. Man hat damit immer einen leichten Glow und er passt so schön zu herbstlichen Looks. Wie ihr wisst, gibt es ja noch das neue Refill-System bei den Kes Duo Sticks, was ich wirklich immer noch absolut super finde, wo man die einfach individuell austauschen kann. Und ich benutze den auch super gerne auf den Lippen, weil auch auf den Lippen sieht er einfach fantastisch aus. Wunderschöne Farbe. Und wenn man die matte Version will, dann finde ich einfach den einfach so ein bisschen aufgetupft mit den Fingern wunderschön. Und ich nehme sehr, sehr gerne immer noch einen Lip Liner dazu. Der Lip Liner ist einer meiner ersten Lippenfavoriten, weil er einfach zu so viel passt und so gut ist und ich ihn ständig verwende in letzter Zeit. Und zwar ist es der Huda Beauty Lip Contour 2.0 in Pinky Brown und ich liebe den. Super geiler Lip Liner, wie der Name sagt, es ist ein Pinky Brown, also ein bräunliches Nude mit einem leichten rosigen Einschlag, was ihn halt perfekt eben auch zu Berry macht. Also die zwei zusammen passen wunderschön. Ein Lip Liner zum Rausdrehen, er ist sehr cremig, aber super lang anhaltend. Also wenn man ihn mal aufgetragen hat, dann sitzt er bombenfest. Und ich finde ihn wirklich richtig geil. Ich kombiniere ihn mit so vielen verschiedenen Sachen in letzter Zeit und ich kann ihn absolut euch ans Herz legen. Wie gesagt, Berry und dieser Lip Liner zusammen, wunderschöne matte Kombination. Wenn man es dann noch ein bisschen glossy haben will und sehr intensiv, mache ich nämlich manchmal dann noch diesen Lipgloss hier drüber. Das ist von Maybelline der Lifter Gloss in 005 Petal. Und der ist relativ deckend, auch das so eine richtig schön beerige Farbe und auch ein super schöner Ton für den Herbst, definitiv auch eingetragen, aber eben in Kombination mit diesen beiden Produkten. Super nice. Dann gibt es in der aktuellen Hourglass Holiday Kollektion ein Set aus diesen beiden Glossy Lip Balms, heißen die, oder? Ach, ich vergesse es immer. Phantom Glossy Lip Balm, glaube ich. Die sind super, super geil und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Die wurden super gehypt auf Social Media. Die ganzen Farben waren immer ausverkauft und dieses Set ist aber einmal natürlich preislich ein Vorteil und es sind einfach auch wunderschöne Farben. Einmal die Farbe Crave, das ist so ein Pinky Nude und die Textur von diesen Glossy Lip Balms. Wenn sie denn so heißen, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Super, super geil. So cremig, so glossy und die gleiten nur so über die Lippen und machen ganz, ganz tolles Volumen und Shine und die sind wirklich besonders, finde ich. Also es gibt ja sehr, sehr viele glossy Lip-Produkte, aber die haben es echt in sich. Und die Farbe Haze ist ein bisschen bräunlicher, ein bisschen rötlicher, aber auch eben super schön jetzt für die herbstliche Zeit, wenn man da ein bisschen in diesen intensiveren Ton reingehen will. Und die beiden als Set, wunderschön. Und meine letzte Lippenkombi ist die, die ich heute trage. Da nehme ich immer super gern den Natasha Denona Eyeliner Nude Lip Crayon. Und das ist die Farbe Liam.
Und das ist ein wirklich relativ intensives Braun. Damit konturiere ich immer meine Lippen, also mache wirklich nur Kontur, also dass ich auch die Seiten so ein bisschen auffülle, dass es wirklich schön dunkel ist und intensiv. Und darüber mache ich noch einen Phantom Glossy Bar von Hourglass, die ich schon länger habe. Das ist die Farbe Trace und das ist auch ein bräunlicher Ton. Und die beiden zusammen sind halt perfekt für diese glossy, braune, konturierte Lippe im Herbst. Ich liebe diese Kombination, wunderschön. Eben auch super für den Alltag, obwohl es eine intensivere Lippe ist, sage ich mal, durch diesen Glossy-Effekt. Und dadurch, dass es dadurch alles so schön verläuft und ineinander läuft, sieht das einfach mega nice aus. Und ja, das sind meine aktuellen liebsten Lippenkombinationen. Da wurde ich auf Instagram schon mehrfach nach diesem Pulli hier gefragt, den ich trage. Das ist der Nil Dao Pulli von Armed Angels. In der Farbe Oat Milk, passt perfekt. Und ich glaube, ich hatte noch nie so einen weichen, flauschigen, wunderschönen Pullover. Perfekt natürlich für Herbst und Winter. Der hat so ein bisschen weitere Ärmel und das ist so ein total zeitloses, klassisches Piece. Also den werde ich Jahre tragen, denke ich. Und er passt so super viel, sei das eine schwarze, weite Hose, was Engeres, eine Jeans, ein Rock. Den kann man wirklich zu allem tragen im Herbst, Winter. Ich finde, er hat was sehr Edles durch den Schnitt und durch die Farbe. Und ich habe mich direkt verliebt, als ich den bekommen habe. Armed Angels ist eine sehr nachhaltige Brand, der Umweltschutz am Herzen liegt, weshalb sie bei der Herstellung der Klamotten wirklich darauf achten, die Umwelt so gut es geht zu schonen, keine unnötigen chemischen Stoffe zu verwenden und so weiter. Und sie haben wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Und wenn ihr mit gutem Gewissen shoppen gehen möchtet, ist Armed Angels auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt. Und mit meinem Code PAINTPODXAW, den schreibe ich euch natürlich auch nochmal unten in die Infobox und hier rein, bekommt ihr 15 Euro geschenkt auf euren Warenkorb ab 180 Euro Einkaufswert. Und ich habe mir außerdem noch passend zu meinem Pullover hier eine Mütze ausgesucht. Das ist die hier. Die ist auch in der Farbe Oat Milk und ich dachte, ah ja, passt wunderbar und ich finde die so schön. Die hat hier das Armed Angels Logo und ich finde die wirklich ganz, ganz besonders. Ich liebe die Farbe und eben auch die beiden in Kombination zu tragen. Einfach super cool. Dann, last but not least, haben wir die neue Hourglass Holiday Palette. Und zwar ist es die Emmett Lighting Added Unlocked Palette in Leopard. Und einfach, ich möchte nur mal kurz vorwegnehmen, es gibt ja jedes Jahr Hourglass Paletten und die sind alle wunderschön, keine Frage. Und auch die ist absolut wunderschön und ich liebe sie. Aber wenn ihr schon Hourglass Paletten habt, ich finde, man braucht die nicht unbedingt deswegen auch noch. Also wenn man irgendwie sagt, man sammelt die, man findet die ganz besonders und gerade wegen dem Packaging und so weiter, natürlich, ne? Aber wenn ihr schon welche habt, braucht ihr die nicht unbedingt, weil ganz viele der Pans wiederholen sich auch, besonders Highlighter, Puder und so weiter sind oft dieselben. Und es sind immer mal wieder limitierte Farben dabei und deswegen, wie gesagt, es ist absolut kein Muss. Aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen, weil ich sie sehr, sehr schön finde. Hourglass-Puder-Formulierungen sind einfach super besonders und wunderschön. Ich arbeite auch ganz viel in meinem Make-up-Kit damit, weil die halt einfach wirklich special sind. Und die Ambient Lighting Powder, das hier zum Beispiel, das liebe ich unheimlich, weil das so einen leichten, peachigen Rosé-Stich hat. Und deswegen ist es für mich ein super Setting-Powder für unter die Augen. Es ist ganz leicht, es hat so lichtreflektierende Pigmente drin. Und das unterm Auge so leicht zum Setten vom Concealer ist absolut perfekt, wirklich. Finde ich ganz, ganz toll. Ich liebe auch den Highlighter, aber den gibt es auf jeden Fall schon auch in einer anderen Palette. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich den schon mal gesehen habe. Der ist super schön intensiv, ein ganz schöner Champagnerton. Aber dann hier dieser Blush, super schön rosig. Also die sind von den Farben her wirklich super, super nice, aber wie gesagt, alles kein Muss. Ich fühle mich schon fast schlecht, euch die zu zeigen, aber die sind, also ich mag sie einfach super gerne. Hourglass ist einer meiner liebsten Brands, aber die sind halt auch einfach super teuer und deswegen will ich jetzt nicht sagen, man braucht jede von diesen Paletten. Hat der Blush auch hier, dieser peachige in der Mitte. Der ist schon richtig geil. Und auch der Bronzer ist super schön, hier nochmal geswatcht auf meiner Hand. Ist so ein Bronzer, der auch so ganz viel Leben und Frische gibt, weil er so diesen Glow from within Look hat, ohne zu glitzern. Also wie gesagt, es ist eine absolut wunderschöne Palette und wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man sie sich auf jeden Fall zulegen. Das waren meine Herbstfavoriten. Schreibt mir gerne eure Favoriten unten in die Kommentare. Was ich vielleicht noch entdecken kann, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.